Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Das mit dem Übel riechend. Das ist ja witzig. Die ganzen Würfel fliegen ja durch die Gegend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Okay. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Kein Problem. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Jo, jetzt schauen wir mal zu, wie ein so kleiner Roboter in Fließproduktion gebaut wird. Und verpackt. Und tschüss. So, hier machen wir die kleinen Einzelteile, die Beine, den Kopf, die Batterien, das Auge, die äußere Hülle, die Geschütze, die Mantelung, Verpackung und tschüss. Oh, ist das süß, ne? Na, wenigstens hier wieder Licht. Soll ich da runter? Ja, toll. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten, viel Glück. Ja, toll. Lass mich ruhig alleine. Du hast noch ein Geschütz. Hui. Das scheint aber irgendwie nicht aktiv zu sein. Ich mich da runter! Schwein gehabt. Ladezone! Aperture Science! Laboratories! Nun gut, ich bin autorisiert. Noch mehr Fließbänder. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Klappe. Du hast mich lang genug genervt, du komische Ansager. Jetzt mache ich wieder meinen eigenen Kopf. Und das ist schön. Denn jetzt hüpfe ich. Und mach GLaDOS zunichte. Wieder einmal. Oh, ein Türmchen. Ich bin anders. Jo, du Armer. Soll ich dich retten? Schade, ich kann das Türmchen nicht retten. Och, schade. Ups. Hey, der geht's runter. Juhu! Gut. Oh. Wie kommt es denn zu Fehlproduktion? Oh, warte mal. Ah, sehen wir nicht cool aus? Vorlage. Antwort. Letzter Check vor dem Versand. Vorlage. Hallo? Antwort. Hallo. Oh, Vorlage. Klasse, du hast es geschafft. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank.
Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Schön. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Was ist denn da zu hacken? Du musst dich umdrehen. Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Na los. Wird fertig. Gehackt. Ja, gut. So viel zum Thema Hacken. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Scheiße. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Vielleicht nehmen wir mal so ein kaputtes Ding. Hey, warte mal. Wo gehst du hin? Hast du eine Idee? Antwort. Na schön, dann tu, was du denkst. Komm aber gleich wieder. Vorlage. Antwort. Ja, okay. Komm wieder hier vor. Vorlage. Antwort. Hallo. Sag mal, was geht da drüben vor? Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Antwort. Vorlage. Antwort. Ups, das habe ich hier weggeschmissen. Ups. Vorlage. Antwort. Du bist Schalter. Ich will nicht, was ist los? Ich eröffne mein Telefon. Antwort. Tja, keine Munition da, ne? Vorlage. Antwort. Vorlage. Oh Mann. Antwort. Was hast du da? Vorlage. Ja, ein kaputter Turm. Siehst du es nicht? Da, ich halt's dir vor die Birne. Du dummes Ding. Was machst du? Oh, perfekt. Das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Antwort. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Vorlage. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Antwort. Behalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Gut, das Fließband haben wir erledigt. Jetzt kommt das Nervengas. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Erstmal müssen wir die finden. Also gehen wir mal los. Jo, Vater, ich komme. Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Du bist ja nur neidisch. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Aber das hier ist cool. Naja. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Naja. Schon, ist wahr. Mit Kartoffeln kann man zwar viel machen, aber auf Dauer ist das auch ein bisschen einseitig. Wenn, hätte ich gerne noch ein bisschen Fleisch und Fisch und Gemüse. Na dann geh vor. Ich folge dir. Ja, so schnell bin ich auch wieder nicht. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja. Okay, hier lang. Ja. Ist hier GLaDOS Nervengas? Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist ein Reichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Wo bist du denn? Ach, da hinten.
Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren Sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real genug. Hm. Na gut, du fällst da nicht da rein, also... Hast du schon recht. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nein, der Plan ist nicht für eine Welt bewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwäche. Ridley, was ist mit dem Knopf hier? Sinnliche Stille also. Rätselhafte Taste. Oh, Entschuldigung. Stille. Kein Wort mehr. Bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Undurchdringliches Schweigen. Ab jetzt. Wenn dir übrigens doch noch was einfällt, dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zum Schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Also, wenn dir was einfällt, dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Und zwar ab jetzt. Schweigen. Ist auch besser so, weil sonst hätte ich dich von deinem Gerüst da runtergeholt. Ja, was mit dem Knopf hier? Ja, schon mal daran gedacht. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Jo. Hol dich doch aus, während ich daran arbeite. Nö, keine Zeit. Legen wir los. Kling, kling, kling. Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Praktisch. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Ups. Das war wohl nicht gut. Bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Ups. Das Rohr ist kaputt. Wir können direkt zu dir durch. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Okay, ab zu GLaDOS. Wieder ein bisschen gestrickt. Juhu, wir fliegen durch Röhren. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Jo, du sagst es, Ridley. Da hast du mal absolut recht. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Denke ich mal auch. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ridley. Das ist die Scheiße. Geh zu ihr, ich komm nach. Ja, super. Freut sich nur, wo wir jetzt landen. Kaum wieder vereint, schon wieder getrennt. Das ist nicht gut. Jo, wie immer, safe. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Tür ist zwar grün, aber geht nicht auf. Scheiße. Da kann man drauf schießen. Oh, da ist ein Raum. Obwohl. Das sieht eher nach Falle aus. Shit.
Naja. Wusste ich doch. Ich merke dich nicht, dass du darauf reinfällst. Scheiße. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Die da wäre. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Nein, nicht schon wieder. Scheiße. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Hi, GLaDOS. Du bist die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Toll. Aber im Ernst, mach's gut. Daran musst du noch üben. Tja. Oh, du warst beschäftigt. Immer doch. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Bist du so sicher? Hallo? Whitley! Ich hasse dich so sehr. Ich dich auch. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst... Rein da. Akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein! Transfervorgang Scheiße. Kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Außer ein Part-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Part-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drücken! Wo ist das da? Drück einfach drauf! Tu es nicht! Oh doch! Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Na, ja, warte stimmt, du. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. War doch klar, dass sie wieder damit kommt. Hör übrigens auf damit. Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Komm schon. Habe ich jemals, hab ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Die beiden Sachen mag ich so an dir, deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Jetzt bist du dran, GLaDOS. Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das nur, oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Die schmerzhafte Laune. Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein! Das ist geil. Nun raus damit. Nicht wirklich, aber gut. Wofür denn? Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Perfekt. Cool. Ich habe gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Jo, alles fliegt rum. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht.
Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Ridley. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Scheiße. Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Mist. Das war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! GLaDOS! Mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Nee. Ah. Was ist das denn? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Mist. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos starken dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Was kommt da jetzt raus? Der Fahrstuhl? Scheiße. Nein! Nicht schon wieder.